Während meiner Unizeit habe ich mal mit Sportstudenten in der Mensa gesessen. Thema waren die Radsportler. Und da sagte ein Kommilitone, was die nicht im Kopf haben, haben die eben in den Beinen. Spätestens heute weiß ich, was damit gemeint ist. Und spätestens seit gestern weiß es wohl auch die Telekom. Die hat nämlich am Abend bekannt gegeben, aus dem Radsport-Sponsorensattel zu steigen. Damit hallo und herzlich willkommen zum FDD-Thema am Mittwoch. Nach dem Geständnis der Telekom-Hoffnung Patrick Sinkewitz bei einer Spritztour de France mit Eigenblutdoping nachgeholfen zu haben, hatte die Telekom ihr Engagement auf den Prüfstand gestellt. Und nach 16 Jahren ist jetzt endgültig Schluss, sagte Telekom-Sprecher Stefan Althoff. Ja, wir haben die Situation einfach nochmal neu bewertet nach den Aussagen in den vergangenen Wochen und sind zu dem Schluss gekommen, dass es einfach keinen Sinn mehr macht. Wir möchten die Marke T-Mobile Telekom nicht länger beschädigen lassen von dem, was im Radsport passiert. Und wir glauben, auch in den nächsten Jahren passieren wird. Deswegen haben wir den Schlussstrich gezogen. Auch Adidas hat die Segel gestrichen. Der Sportartikelkonzern will das Team T-Mobile ebenfalls nicht länger ausrüsten. Allerdings war das Engagement von Adidas vergleichsweise gering. Die Telekom hat sich das Sponsoring rund 15 Millionen Euro pro Jahr kosten lassen. Klingt viel, dafür konnte sich der Konzern aber so oft in den Medien präsentieren, wie es keine noch so teure Werbekampagne hätte leisten können. Dennoch ist der Ausstieg richtig, sagt Peter Dankert, der Vorsitzende des Parlamentarischen Sportausschusses. Also ich glaube, es ist eine richtige Entscheidung und auch eine konsequente Entscheidung, die ich seit geraumer Zeit erwartet habe, weil ein Großsponsor wie Telekom natürlich auch abwägen muss, einerseits die Mittel, die eingesetzt werden, die sind ja ganz erheblich, und auf der anderen Seite der Image-Schaden, der droht, wenn solche Ereignisse, wie wir sie in den letzten Wochen erlebt haben, sich häufen. Auch Radprofi Sinkewitz hat sich schon zum Ausstieg der Telekom geäußert und erinnerte daran, dass doch ein kompletter Neuanfang gemacht wurde und sich einiges geändert hat. Hallo? Noch im Frühjahr, als das Team T-Mobile bereits Vorreiter sein wollte für dopingfreien Radsport, hatte sich Sinkewitz illegal gestärkt. Manchmal scheinen sich Jungs wie Sinkewitz nicht nur eine Spritze ins Bein jagen zu lassen, um dann abzudrücken, sondern vielleicht wird auch an anderer Stelle gleichzeitig etwas abgesaugt, gemäß dem Motto: den Knubbel zwischen den Ohren, den bekommen wir auch noch weg. Ich danke Ihnen fürs Zusehen, bis morgen um 12. Tschüss.